So, meine Damen und Herren, es ist mir wirklich eine Freude, Sie hier zu sehen. Mein Name ist Marco Briszki von der Firma Endego. Lassen Sie mich heute das Werkzeug zeigen, das Live-Simulation in seiner ganzen Pracht präsentiert. Weil das ist genau das, was SimSolid ist. Game Changer, Augenöffner und Tempomacher für Struktur. Simulation. Wie sieht das aus bei der konventionellen Simulationlösung aus? Das Risiko ist meistens zu hoch, um überhaupt mit großen Baugruppen zu starten. Die Vorbereitungszeit oder die Berechnungszeit, Vernetzungszeit, die kann man sehr, sehr schnell in Tage zählen. Das heißt, Ingenieure, Konstrukteure, sie müssen immer wieder überlegen, welchen Teilen kann ich unterdrücken? Was kann ich aus dem Spiel nehmen? Was hat weniger Einfluss auf die Ergebnisse? Und für sowas natürlich, man braucht entsprechende Know-how. Auch die Vernetzungsprobleme. Ist das richtig vernetzt? Soll ich das vielleicht mit Schalen vernetzen? Wie werde ich diesen Schalen verbinden? Ist das fein genug? Habe ich da genug Elementen im Querschnitt? All diese Fragen, die sind immer da. Das heißt, das alles führt einfach zu langere Entwicklungszeit oder Berechnungszeit. Und natürlich, das ist insgesamt, es gibt viel, viel Zeitverschwendung. Was haben wir heute da? Sie sehen das jetzt direkt gleich auf dieser Baugruppe. Wir haben SimSolid-Lösung für diesen Problemen. Das heißt, SimSolid arbeitet mit gesamten Baugruppen. Das heißt, es ist nicht nötig mehr, irgendwelchen Teilen zu berücksichtigen. Ich kann einfach importieren alles, was ich kann. Das heißt, jede Schraube, jeder einzelne Teil geht direkt im Modell und diesen Teilen kann ich berücksichtigen. Sehr wichtig, es gibt auch bei SimSolid keine Vernetzung mehr. Das heißt, es ist nicht mehr nötig, diesen Know-how zu haben, um einfach besser zu beurteilen, sind die Ergebnisse richtig, habe ich da genug Elementen oder genug Mathematik im Spiel mitgebracht. Die allen Fragen sind weg, weil SimSolid funktioniert ohne Vernetzung. Das alles auch führt zu kurzer Berechnungszeit. Das heißt, alles ist umfassend schnell. Was steckt dahinter? Dahinter steckt SimSolid-Technologie. Das ist jetzt nichts anderes als einfach nur ein mathematisches Ansatz. Wie kann ich die FM oder finite Elemente Methode approximieren? Und diese Methode ist bewiesen, die einfach funktioniert. Was ist als zweites Punkt sehr wichtig zu sagen? SimSolid macht immer automatisch er versucht automatisch die Konvergenz zu erreichen. Das heißt, er versucht Steifigkeit Matrix von alleine zu verbessern, wo er sieht, okay, da habe ich Gradienten, das könnte gefährlich sein. Er versucht da automatisch mehr Gleichungen aufzuprägen, um einfach auf die bessere Lösung zu kommen. Und wie gesagt, das macht er immer automatisch. Und drittes wichtiger Punkt ist zu erwähnen natürlich die intelligenten Schraubenverbindungen bei SimSolid. Sie werden das gleich sehen. SimSolid erkennt die Schrauben und kann entsprechende auch Kontaktdefinition erstellen. Und Schweißnähte, das ist mega geil Funktion, wie die ganze funktioniert, einfach die Schweißnähte zu erstellen und die später auch kann ich natürlich direkt in Lebensdaueranalysen nehmen und laut FKM-Richtlinien prüfen. Jetzt habe ich für Sie zwei kleine Beispiele von SimSolid. Das ist jetzt eine besondere Maschinenbau, eine Maschine, man sieht fast 400 Teilen. Auch vielen Blechteilen, Gestell ist da, kleinen Teilen, Schrauben. Sowas natürlich zu vernetzen, das muss ich immer wieder zu vereinfachen. Das alles im SimSolid
ist in 10 Minuten definiert, verbunden und in unten eine Minute berechnet. Und sehr wichtig, hier zu erwähnen, SimSolid funktioniert auf ganz normalen Maschinen. Da sieht man auch hier 8 CPU. Das heißt, es ist nicht nötig, High-End-Maschine zu kaufen mit 3, 4 Grafikkarten oder sowas. SimSolid funktioniert überall. Zweites Beispiel aus der Verpackungsindustrie. Man sieht direkt hier, da sind Elektromotoren dabei, Riementrieb, Fudertechnik, Gestell, alles ist drin. Über 800 Teilen. Natürlich ein bisschen mehr Aufwand soll ich immer machen bei den komplexeren Baugruppen. Aber in SimSolid, da sind wir jetzt schon bei nur 15 Minuten. Und sehr wichtig, wieder eine Minute Berechnungszeit. Natürlich, jetzt kann ich Ihnen, es ist möglich, ich kann Ihnen jetzt hunderte Beispiele zeigen, schöne Bilder zeigen. Aber natürlich, warum ihr hier seid, ist, dass Sie das live sehen, dass Sie wirklich das mit eigenen Augen sehen, wie das funktioniert. Und für Sie habe ich heute ein Beispiel aus dem Automotivbereich, eine große Schweißgruppe mit tausenden Teilen. Aber natürlich, es ist egal, ob das aus Bauwesen ist oder Maschinenbau, egal welche Industrie, Elektronik, natürlich. Die allen Firmen, die großen oder komplexeren Einzelteile auch haben, da ist SimSolid souverän. So, zurück zu dieser Baugruppe, da sieht man, okay, ich werde wirklich das jetzt komplett verbinden, die allen Teilen mit Schweißnähte, mit automatischer Verbindung von SimSolid. Das ist mega geil, Sie werden das jetzt gleich sehen. Ich werde das nicht linear berechnen, nicht linear, und Ergebnisse auswerten und das alles in 8 Minuten. Das ist einfach nicht zu glauben, wenn sich die Teilnehmer, die sich mit dieser Thematik ein bisschen mehr kennen, natürlich, das kann sehr, sehr lang dauern normalerweise. Genau, das ist unsere Baugruppe. Man sieht vielen, vielen einzelnen Teilen sind dabei, Unterlegscheiben, Schrauben. Wirklich viel ist los hier, über tausende Teilen. Und die Teilen, die sind jetzt auch nicht verbunden. Mehr als 1000 Teilen. Jetzt als erster Schritt versuche ich jetzt ein Schweißnaht zu erstellen. Einfach, dass man das sieht. Da kann ich Parametrik definieren. Und so mit ein paar Klicks, er hat das jetzt erledigt. Ich kann natürlich auch die mehrere Teile auswählen, mit Steuerungsfunktion einfach. Hier finde ich was auch, 4 Schweißnähte und so weiter. Oder ich kann auch Solid importieren, direkt aus CAD. Das heißt, da muss ich natürlich Aufwand machen, im CAD-System diesen Schweißnähte zu definieren. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Das heißt, fast 300 Schweißnähte steht. Das sieht wirklich so aus. Und da habe ich noch ein paar von mit 10 mm. Genau. Jetzt habe ich teilweise die Schweißnähte erstellt, wo ich das wünsche. Jetzt gucke ich mich an, wie sieht das aus? Das heißt, ich habe noch immer 800 Teile, die sind nicht verbunden. Und jetzt natürlich vielleicht das Wichtigste auch im SimSolid, es ist direkt möglich, mit Abständen und Interferenzen zu arbeiten. Das heißt, ich kann wirklich in einem Bereich definieren, plus minus 3 mm. Das mache ich jetzt gleich. Und in diesem Bereich versuche ich, diesen Teilen einfach direkt zu verbinden. Natürlich beim anderen Lösungen, Problem ist bei der Interferenz, weil da ist natürlich schwierig, ein Netz zu erstellen. Oder noch schlimmer, man erstellt ein Netz, aber dann sieht erst in der Berechnung, da irgendwas stimmt nicht. Und dann muss man wieder zurück ins CAD-System gehen, das reparieren. Das heißt, für SimSolid ist das einfach egal.
Wir definieren auch, dass die Teile, die schon verbunden sind, ich kann die einfach nicht berücksichtigen, bestätigen. Das auch ein Fenster von sich, sorry. Er hat jetzt in Sekunden fast 2000 Kontakte erstellt. Weißnähte, das haben wir selber erstellt. Man sieht hier automatisch, er hat die Schrauben erkannt oder die Verbindungselemente. Was ist hier auch geil, er hat sogar erkannt wirklich, wo die Schrauben wirklich geschraubt sind oder wo die wirklich, da ist keine Gewinde, da stehen wirklich dann die Platten und die Schrauben nur in Kontakt. Das heißt, er macht das wirklich automatisch. Die anderen Verbindungen, jetzt als Default ist alles als verbunden definiert. Das heißt, alles, was hier rot ist, das heißt, die Teile, die sind komplett geschweißt oder geklebt. Und da natürlich sehe ich direkt, was ist nicht richtig, was entspricht nicht zur Realität. Das sind natürlich hier mehrere Stellen. Aber zum Beispiel die zwei Platten, die sind natürlich nicht geschweißt in Realität. Die sind schon in Kontakt, aber die allen Kräfte, die allen Spannungen, die fließen einfach durch die Schrauben. Das heißt, ich muss das jetzt nochmal ein bisschen bearbeiten. Einfach nochmal das zu zeigen. Wir haben jetzt alles, allen Teilen verbunden, das heißt mit Schweißnähte, mit Inferenzen, Gaps, Abstände, alles ist definiert. Und wir starten jetzt eine nichtlineare Studie. Im SimSolid ist möglich, natürlich verschiedensten Studienarten zu machen, von Linearstatik, Nichtlinearstatik, auch Modalanalyse, auch dynamischen Analysen, thermischen Analysen und Ermüdungsanalysen. Das heißt, die allen klassischen Sachen sind einfach da zur Verfügung. Wir starten eine nichtlineare Analyse, weil wir haben einen nichtlinearen Kontakt im Spiel. Jetzt absichtlich werde ich eine Seite, zwei, drei Kontakte bearbeiten, dass wir auch gleich sehen, was ist der Unterschied zwischen rechts und links und wie das funktioniert. Was ist hier natürlich falsch? Jetzt ist das so definiert, als zum Beispiel diesen Rollen, die sind jetzt quasi geschweißt mit diesen Schienen, was natürlich keinen Sinn macht. Das heißt, wir müssen diesen Kontakt bearbeiten. Das sind jetzt quasi die allen Teile, die zusammen in Kontakt mit dieser Schiene stehen. Aber für mich sind interessant natürlich nur diese vier Rollen. Die werde ich jetzt einfach selektieren. Ich kann natürlich, man sieht hier verschiedene Kontaktdefinitionen definieren. Und wir haben auch gesagt, auch die Platte. Das heißt, da muss ich nur auswählen, der Teil, der für mich interessant wird. Bestätigen. Ja, man sieht natürlich jetzt in Vorschau, das ist jetzt grün hier, das ist einfach so, das ist jetzt nicht linearer Kontakt in dem Fall. Und jetzt ist die Zeit natürlich, Randbedingungen zu definieren. Erster Schritt ist immer natürlich, ich muss das irgendwie befestigen. Ganz klassisch unten ist das ein Fundament geschraubt, hier oben auch fixiert. Das heißt, auf diesen Flächen sind komplett die Freiheitsgraden gesperrt. Da kann sich wirklich diese Fläche überhaupt nicht bewegen. Grundflächen. Und natürlich jetzt kommt noch der Last drauf, den Last drauf. Das heißt, einfach sagen wir 2 Tonnen in Z. Richtung 20.000 Newton. Und das war's. Das ist jetzt fertig, das ist vorbei. Jetzt kann ich direkt loslegen. Man sieht hier unten, ich weiß nicht, diesen Schirm, aber vielleicht hier, er hat jetzt schon 2 Loops gemacht. Das heißt, er dreht schon automatisch die Schleifen. Das habe ich Ihnen schon gesagt. Er versucht, Konvergenz von alleine zu erreichen. Jetzt ist er dabei, Nichtlinearitäten aufzulösen. Und in Sekunden wirklich
diese ganze Baugruppe, ich kann die jetzt schon auswerten. Das heißt, man sieht das jetzt 23 Sekunden. Jetzt unsere Ergebnisse. Das heißt, da kann man natürlich Verformung machen. Ganz klassisch. Einfach zu prüfen, hat sie das richtig verformt. Aber was ich Ihnen zeigen wollte, ist natürlich diese Nichtlinearitäten. Das heißt, okay, was ist da jetzt los? Das ist jetzt hier falsch. Das seht ihr gleich. Natürlich, das kann nicht sein. Das ist mehr über 1 Meter Verschiebung. Okay. Das ist falsch definiert. Egal. Das heißt, wir können natürlich hier mit Skalierung spielen. Wir können unsere Verformung verbessern. Aber genau hier, wo diese Nichtlinearitäten waren, man sieht hier, wie diese Platten arbeiten. Das heißt, nur die Schrauben halten diesen Platten fest. Und auch bei diesen Rollen, man kann dann auch hier sehen, natürlich, dass die arbeiten natürlich. Die können sie sich von der Schiene auflösen, genau hier. Wobei, auf der anderen Seite, da ist jetzt die Platten, die sind komplett geschweißt. Das ist jetzt nicht, was in Realität ist. Das heißt, mein System, meine Baugruppe ist, meine Steifigkeit ist übergeschätzt. Das heißt, da sollte ich aufpassen. Was kann ich da auch darstellen? Natürlich ganz klassische Sachen wie von wie natürlich die Spannung. Jetzt natürlich die Ergebnisse, die okay, wobei die Spannung sieht sogar okay. Das heißt, beim Stahl, wo wir 200 Megapascal Fließgrenze haben, das ist jetzt mit Maximum gegen 170 noch unter der Fließgrenze. Das heißt, da habe ich noch ein bisschen Raum bis Sicherheitsfaktor von 1 quasi. Aber ich kann wirklich sehen, wo ist jetzt das kritisch? Wo kann ich jetzt mein Design verbessern, sehr schnell und wirklich jetzt in 8 Minuten das berechnen und gucken, ja, gilt das oder nicht? Wir bleiben weiter hier. Da habe ich noch ein paar Slides für Sie und wir kommen natürlich zu Ihren Fragen. Aber man sieht schon einfach mit diesen Berechnungszeiten, Vorbereitungszeiten, wie das Ganze tickt. Es ist einfach, man muss das sehen oder man muss das einfach testen. Okay, da warte ich jetzt nicht mehr. Da sind jetzt 3 hier, oder? 2, 2, okay, nicht für mich, mindestens okay. Mal gucken, vielleicht, da kommt noch was später. Wir gehen jetzt zu unserem PowerPoint, weil ich würde Ihnen sagen, 2 Kundenbeispiele, was die über SimSolid sagen. Zum Beispiel Atna Industrial Solutions, die produzieren solchen Brikettierpressen. Okay, Atna, die haben in der Vergangenheit so bis 25 Teilen berechnet. Mit SimSolid heute, sie rechnen über 1000 bis 1500 Bauteilen. Die könnten wirklich die gesamte Physik von dieser Maschine berücksichtigen. Die können direkt auf mehrere Baustellen arbeiten. Und was ist noch besser? Natürlich, die machen das schneller als in der Vergangenheit. Das heißt, die können mehrere Varianten testen. Alles ist einfach, funktioniert schneller. Sehr interessant. Herr Schnitzler, ich kann Sie hören. Ja, funktioniert super, sehr interessant. Okay. Beeindruckend, wie schnell das abläuft, auf jeden Fall. Ah, super, danke, danke. Ich habe gedacht, vielleicht man sieht nicht den Bildschirm. Ich habe noch ein paar Slides und dann können wir es auch weiter besprechen. Okay. Danke. Zweites Beispiel, Doppelmayr GmbH. Man sieht diesen Zeilbau natürlich, das ist sehr, sehr komplexe Baugruppen. Und
Was kann ich Ihnen sagen? Sie haben das wirklich selber gesehen. Das sind die tausende Kontakte, die man in Sekunden erstellen kann. Man kann das sehr schnell berechnen. Und genau in diesen Anwendungen ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass das hält. Das ist mehrmals getestet, validiert und natürlich berechnet. Und einfach für Sie ist SimSolid faszinierend. Genau. Fazit zum SimSolid. SimSolid ist zurzeit die schnellste Struktursimulationslösung auf dem Markt. Sie können alles simulieren, was Sie sich vorstellen und entwerfen können, ermöglicht Simulation und Bewertung am Startpunkt der Entwicklung, in der Konstruktion. Das heißt, das ist genau, wo wir sehen, dass die Reise geht. Es gibt immer mehr und mehr Simulationen. Die Firmen werden sich oder sollten sich schon mehr und mehr mit Simulation beschäftigen. Und SimSolid ist wirklich jetzt endlich ein Tool, die kann ich zu meinen Konstrukteuren vorstellen und die können sehr schnell mit sehr kurzen Anarbeitungszeiten auch Mehrwert aus SimSolid ziehen. Genau. Jetzt, das war's von meiner Seite. Vielen Dank wirklich für Ihr Interesse. Das war jetzt mein letztes Slide. Ich hoffe, es war interessant, es war lehrreich. Ich glaube, das ist wirklich, was jeder Konstrukteur oder Ingenieur wissen sollte, dass sowas überhaupt auf dem Markt ist, dass sowas überhaupt da ist, weil natürlich das ist wirklich der Weg, wo wir die Simulation verbreiten können. Und wie gesagt, das ist der Weg, wo wir laufen und wir hoffen natürlich, dass wir in Kontakt bleiben und dass Sie auch vielleicht eines Tages dieses Mehrwert sehen. Vielen Dank. Und schönen Tag weiter natürlich.